Heute bei CT Uplink Android Werbe- und Tracking-Blocker Blockada, Mail- und Webhoster im Test und Pro und Contra Elektronik aus China bestellen. CT Uplink. Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind die, die solche schönen Hefte machen, wie dieses Docker-Sonderheft mit dem herzallerliebsten Cover. 2 Stunden gibt es Screencast mit Tutorials, ganz toll, Video-Screencast. Aber reden wollen wir heute über dieses wundervolle Heft. Dafür habe ich 3 Gäste eingeladen, die stellen sich gleich vor. Aber eine Sache würde ich vorher noch gerne loswerden. Wir haben beim letzten Mal so eine 180-Grad-Kamera hier aufgestellt gehabt. Das war eigentlich nur so ein kleines Experiment und so ein kleiner Gag. Aber ihr habt euch ganz fürchterlich beschwert, dass das ja so eine schlechte Bildqualität ist und der Ton war so schlecht und so weiter. Ich möchte nur noch mal betonen, das war einfach nur ein Zusatzangebot, was ihr euch angucken könnt oder auch nicht. Sieht in einer VR-Brille übrigens richtig cool aus, wenn das jemand von euch hat. Aber das machen wir natürlich jetzt nicht zum Standard, diese in 2D ziemlich schlechte Bildqualität. Das war nur ein Zusatzangebot. Ich glaube, das haben viele nicht ganz kapiert bei YouTube, dass man da ein Video angeklickt hat, das sah aus wie Uplink und das hatte dann auf einmal so komische Qualität und man konnte sich so umgucken. Das ist einfach nur ein Experiment, das ist einfach nur ganz optional. Also die tolle Bildqualität vom Uplink, die wird nicht kaputt gehen, keine Angst. Jo, ich freue mich sehr, dass 3 All-Star-Leute hier aus der CD-Redaktion da sind. Wer seid ihr denn? Sagt doch mal kurz, wer ihr seid. Soll ich anfangen? Ja, ja, gerne. Mein Name ist Christoph Windeck, ich bin Hardware-Redakteur. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin aus dem Ressort Software und Internet. Und ich bin Michael Link, ich bin aus dem Ressort Mobiles und Gadgets und ich bin heute dafür verantwortlich, dass es heute ab und zu mal vielleicht Einstreuungen im Ton gibt, weil ich ein Smartphone dabei habe und das muss leider auch ein bisschen senden ab und zu. Genau, Michael, aber mit dir, ich bin Umis Keno, bin auch aus dem Ressort Gadgets und Internet, nicht Internet, sondern Gadgets und Handys und so Sachen und VR natürlich. Aber wir fangen gleich mit Michael an. Genau, Einstrahlung gibt es, weil du dein Handy dabei hast und auf dem Handy ist die Software Blockada installiert. Genau. Wie spricht man das so richtig aus? Ist das richtig? Blockada? Ah, du hast das schon ganz gut gemacht. Also 1+ mit Sternchen. Blockada passt. Das ist eigentlich von den Entwicklern gedacht gewesen als Bezeichnung für was schon ganz schön lange zurückliegt. Im Zweiten Weltkrieg hat es in Leningrad eine Belagerung gegeben durch die deutschen Truppen und das ist ja nun bekanntermaßen nicht so glücklich für die deutschen Truppen ausgegangen. Zum Glück im Nachhinein natürlich. Mhm. Und diese Belagerung hat man dann einfach Blockada genannt. Und das ist russisch. Das haben die Entwickler dann letztlich benutzt, obwohl die selber nicht aus Russland stammen, um eben diese App so zu nennen. Und sie macht doch was, sie blockiert was. Genau, erzähl doch erstmal, was das überhaupt ist, diese App mit dem schönen Namen. Genau, sie blockiert nämlich Tracker, die in Apps bestimmte Informationen über den Nutzer oder die App-Nutzung einsammeln und sie benutzt auch Anzeigen in Apps. Mhm. Das heißt, die werden kurzerhand. Also sie blockt Anzeigen. Die werden blockiert, das heißt, der Benutzer sieht die Anzeigen dann nicht, beziehungsweise Tracker können ihr unheilvolles Werk dann eben auch nicht durchführen. Also sie können keine Informationen, die sie einsammeln, an ihre Server weitermelden. Tracker sind das, was man früher mal als Cookies bezeichnet hat. Oder, oder die Cookies auf Steroiden sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, ich würde es einfach mal ganz neutral als Programmbausteine benennen, die Informationen einsammeln und dann eben an gewisse Server weitermelden. Also Cookie ist ja nicht nur das oder ist ja eigentlich eher was anderes. Das sammelt ja eher Daten aus irgendeiner Benutzung, speichert die lokal auf dem Rechner ab und die werden dann vielleicht später nochmal benutzt bei der Abfrage. Also wir reden zum Beispiel von diesen unten bei Android sind manchmal so Anzeigen, keine Ahnung, lernen nette
Menschen oder auch Frauen aus Hannover kennen, dass irgendwie mein Handy offenbar an den Anzeigenserver meine Location sendet. Solche Sachen sind das. Ja, genau. Interessante Anzeigen, die du da siehst. Zielgruppenabhängig, ne? Weißt du ja. Ja. Genau, und du hast das jetzt, diese Software da jetzt installiert und ich sehe da schon 34.728 sind blockiert. Ja, seit ich das Ganze nochmal neu gestartet habe, vor ungefähr einer Woche oder so, habe ich jetzt 34.728 blockierte Tracker. Ich werde das Smartphone jetzt im Großen und Ganzen erstmal gar nicht weiter benutzen. Darf ich mal fragen, das ist aber ein Smartphone, was du in der täglichen Nutzung hast? Das ist mein ganz normales Smartphone. Da habe ich halt auch eine Sammlung von meinen Feldwald-Wiesen-Apps drin, die ich sonst so auch benutze. Natürlich auch ein paar, die ich nur installiert habe, weil, naja, wir uns halt jobmäßig mit solchen Dingen befassen. Aber im Großen und Ganzen ist das mein Alltagshandy, was ich so Tag aus Tag ein benutze. Und was ich halt sehr, sehr interessant finde, ist eben, wie häufig da tatsächlich Blockada sich dann auch gerührt hat und gesagt hat, Moment mal, ich habe hier gerade mal einen Tracker blockiert oder irgendetwas anderes. Und ich habe da auch die entsprechenden Logfiles ausgewertet. Und am Ende kommt man dann darauf, dass also ungefähr ein Tracker pro Minute in irgendeiner Art und Weise aktiv ist, egal ob ich das Smartphone benutze oder nicht. Um mir mal die Zahl zu merken, mache ich jetzt mal einfach ein Foto von diesem Screen. Du kannst natürlich auch einen Screenshot machen, aber ich mache das jetzt einfach mal so oldschool. Und dann können wir am Ende der Sendung mal gucken, wie sich diese Zahlen verändert haben. Bin ich jetzt selber mal gespannt, weil der Empfang hier unten natürlich auch nicht so super ist. Ne? Ja, aber du hast ja du bist über WLAN? Nee, jetzt über LTE total nicht über LTE, ja, okay. Weil WLAN ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Sind schon vier mehr geworden gerade, sehe ich gerade. Ja, auch ein interessanter Effekt. Darf ich mal fragen, was heißt das? Also das sind Apps, die im Hintergrund aktiv sind und die jetzt irgendwie versuchen, irgendwas nachzuladen. Das sind vorwiegend App-Bestandteile. Also viele Apps werden ja mithilfe von Programmierbausteinen zusammengebaut. Durch die Medien ging ja jetzt vor kurzem auch, dass einige davon Daten zum Beispiel an Facebook senden. Das ist Graph Facebook. Diese Apps haben normalerweise so eine Deal-Funktion für den Programmierer. Ist das eine super Sache. Der kann sich dann baukastenartig einfach die Funktion aussuchen, die er gerade benötigt und kann die dann relativ einfach implementieren in so eine App. Und das Problem ist halt nur, sie machen noch ein bisschen mehr und verraten das auch nicht unbedingt dem App-Entwickler. Das hat ja nicht unbedingt alles selbst in der Hand, was da passiert. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass ein App-Entwickler fest der Meinung ist, dass er eine gute App programmiert hat, die keinerlei böse Dinge tut. Und er weiß vielleicht nicht, dass die bösen Dinge tatsächlich durch ein Programmierwerkzeug eingesammelt werden, die was er gerade nutzt, ne, um eine bestimmte Funktion zu erreichen. Aber außer, dass dieser Zähler da in Blockade hochgeht, wie ändert sich das Verhalten des Handys im Alltag? Also man sieht dann keine Anzeigen mehr zum Beispiel? Also du siehst keine Anzeigen mehr. Du siehst stattdessen eventuell eine graue Fläche oder vielleicht auch ein kaputtes Layout, wenn eine Internetseite schlecht programmiert ist. Und ansonsten habe ich nur bei sehr wenigen Apps überhaupt gemerkt, dass ich da noch was tun muss. Also genau, 11 Sachen hast du in der Whitelist. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die du manuell durchlassen musst, sozusagen, damit die Apps auch, noch auch gut möchte. Also die heiße Seite habe ich beispielsweise auch in der Whitelist, weil ich natürlich möchte, dass die Autoren, die Artikel geschrieben haben, zum Beispiel mit ihren Zählpixeln und mit ihrer Zählerei sozusagen nicht unter den Tisch fallen. Ne? Das ist ja auch eine Frage jetzt der Fairness und von daher habe ich genau, das solltet Seite, ihr natürlich nicht nur bei Heise Online machen, die sondern Seite auch bei Golem, T3N. Was gibt es denn noch so für schöne Seiten? Also es gibt da durchaus auch Tracker, bei denen man jetzt sagen kann, okay, da hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, die würde ich persönlich auch aus Fairnessgründen noch zulassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt tatsächlich auch einige Apps, die diese Tracking-Funktionen auch benötigen. Ich habe also festgestellt, dass Spotify beispielsweise nicht so ganz rund läuft, wenn ich alle Tracker sperre. Aber das liegt dann, Spotify hat Tracker, das ist doch eigentlich werbefrei in der Premium, aber benutzt das ist richtig, aber die Tracking bedeutet ja nicht nur
Werbung zu spielen. Tracking bedeutet ja auch Daten einsammeln, die man zur Nutzung benötigt. Also beispielsweise, welche Stücke höre ich gerne? Wann breche ich die vielleicht ab? Oder solche Dinge. Ne? Und diese Dinge werden natürlich auch eingesammelt und auch an Spotify zurückgespielt. Und es gibt viele Apps, die eben auch ganz ähnliche Funktionen haben und die eben Tracking auch tatsächlich zum Nutzen des Kunden einsetzen. Aber das kann Blockade ja nicht unterscheiden, welches ist jetzt sozusagen nützlich und welches ist nicht nützlich. Also der im Großen und Ganzen kann das Blockader ganz gut. Es gibt eben einfach ein paar Funktionen, wo es nicht klappt. Vielleicht müsste man auch mal erklären, wie Blockader an sich ganz grob funktioniert. Blockader hat im Prinzip, Blockader bildet auf dem Smartphone eine lokale VPN-Schnittstelle nach. Und das hat dann sozusagen diesen zur Folge, dass man dann auf diesem Netzwerk, auf diesem VPN, wiederum eine Instanz installieren kann, die eben in die DNS-Abfragen eingreifen kann. Sprich, normalerweise ist es ja so, dass wann immer ich irgendeinen Server im Internet erreichen will, dann muss ich ja zum Beispiel das www.internetseite.de oder so erstmal übersetzen in die IP-Adresse, so damit sie dann halt entsprechend durchs Netz auch geroutet werden kann. Hier ist es dann so, dass eben an dieser Stelle in dieser Blockader-Instanz, Abfrageinstanz, einfach kurz nachgefragt wird, gibt es irgendwo ein Anzeichen davon, gibt es einen Eintrag, dass diese Internetseite, dieser Server irgendwie unkoscher ist, dass er seltsame Dinge tut oder Sachen, die man nicht haben möchte. Für diesen Fall gibt Blockader dann an die App oder an die Website einfach eine IP-Adresse zurück, die so viel bedeutet wie: kann ich nichts mit anfangen, kann ich nicht ausliefern, kenne ich nicht, und daraufhin sozusagen die Anfrage dann ins Leere laufen lässt. Das ist ganz grob das Prinzip. Das ist ja das gleiche Funktionsprinzip wie Pi-hole zum Beispiel, was du auf dem Raspi an deinen Router anschließt oder so. Genau, ne? Bei Pi-hole zu Hause gilt es für alle Smartphones und Rechner oder sowas, die ich in diesem privaten Netz habe. Blockader funktioniert aber auch im Mobilfunknetz, das heißt unterwegs, wenn ich es dabei habe. Es ist aber ja dann sehr viel komplexeres und auch wahrscheinlich gründlicheres System als ein normaler Adblocker. Es gibt ja auch Adblock Plus, gibt es ja auch, das funktioniert weiter hinten im System sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Blockader hat noch eine weitere Möglichkeit, und zwar kann man da den DNS-Server selber auch sich aussuchen und auswählen. Also man kann durchaus statt des normalerweise genutzten Standard-DNS-Servers einfach einen anderen einstellen, also beispielsweise Edgard oder so, und die haben dann zum Beispiel weitere Filterinstanzen. Mhm. Wie gründlich jetzt die Filterung ist, das hängt natürlich weitgehend von den Listen ab. Wenn die jetzt schlampig gepflegt werden oder nicht nachgeführt werden, dann hat man natürlich schon auch ein paar Sachen, die dann durchrutschen. Das ist mir beim Betrieb auch ab und zu aufgefallen, dass die eine oder andere Sache eben doch nicht geblockt wird. Aber es sind in der Endauswertung doch eine ganze Menge gewesen, die da rausgefallen sind. Mhm. Und interessanterweise ist der Stromverbrauch oder Energieverbrauch, muss man eher sagen, ist also nicht in die Höhe gegangen. Im Gegenteil, dadurch, dass eben sehr viele unnütz laufende Prozesse im Hintergrund eben nicht mehr stattfinden können, hatte ich nicht den Eindruck, dass sich da irgendetwas von der Laufzeit verändert hat. Kann es sein, dass es auch damit zusammenhängen könnte, dass da zum Beispiel Standortabfragen blockiert werden und das GPS-Modul weniger beansprucht wird oder sonst irgendwas? Nein, das kann man ja eigentlich auch ohne den Tracker-Blocker ganz gut im Griff kriegen, indem man halt die Berechtigungen entsprechend setzt im Smartphone. Das Problem sehe ich da an der Stelle nicht so unbedingt. Ich meine, es nur was den Stromverbrauch angeht. Stromverbrauch ganz sicher, es sind einfach eine Menge Prozesse, die da nicht laufen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an einer Internetanzeige mit Video oder so rechne, die aufgerufen werden muss, ne, das macht natürlich erstmal eine Übertragung notwendig. Da werden erstmal relativ viele Daten übertragen, die müssen dann irgendwie noch für den Bildschirm umgesetzt werden. Das macht schon auch den Prozessor ein bisschen Arbeit und das kostet natürlich. Holger ist heiß. Holger will sich das. Der Holger hat ein iPhone. Ich habe ein iPhone. Das kommt eh nicht in Frage. Das iPhone wird es das mit Sicherheit auch nicht geben, weil es viel zu tief ins System eingreift. Das wird nicht funktionieren. Das wollte ich jetzt fragen. Genau. Hast du mal irgendwie vielleicht ein bisschen gemessen,
oder wie viel weniger Datenvolumen du überträgst, weil es ist natürlich auch für sehr knapp bemessene Prepaid-Verträge zum Beispiel, kann sowas ja auch interessant sein. Ne? Also ich glaube, da muss man ganz realistisch sein. Ich denke natürlich, es wird weniger, allein wenn man sich überlegt, dass eben weniger Daten übertragen werden. Wie viel es genau ist, dazu hätte ich zwei Geräte haben müssen, mit denen hätte ich genau das Gleiche tun müssen. Also da muss ich zugeben, nein, gemessen habe ich es nicht. Also gefühlsmäßig? Gefühlsmäßig, es fällt. Es wird was weniger sein. Es wird weniger sein, das ist... Erzwingt einfach schon die Logik, ne? dass da weniger Daten übertragen werden, sowohl sendeseitig an irgendwelche fremden Server, als eben auch empfangsseitig über irgendwelche Anzeigen, die ich dann nicht mehr bekomme. Du machst auch Facebook, ne? Ja. Wie ist es dann zum Beispiel mit dem Autoplay von Videos? Die Videos, in der normalen Timeline laufen, die werden aber nicht weggefiltert, oder? Die laufen dann weiter. Ja, sage ich normalerweise nicht so gerne. Es kommt drauf an, aber es fängt schon relativ viele Facebook-Anzeigen ab, allerdings tatsächlich auch nicht alle. Das ist mir durchaus auch aufgefallen. Ja. Und YouTube? Wie filtert das die Pre-Rolls weg? Sehr schön, auch einen perfekt entwundenen Punkt erwischt. Das kann es auch nicht. Kann Fio ja auch nicht. Soweit ich weiß. Ja, das verbessert mich, liebe Zuschauerinnen. Das sind tatsächlich Punkte, die auch bei den Entwicklern auf der Tagesordnung noch stehen, von Dingen, die sie noch umsetzen wollten. Ich habe mit denen halt auch über Telegram längere Chats auch gehabt zu einzelnen Fragen, die ich noch hatte. Und unter anderem ein Punkt war, was ist denn dann zum Beispiel mit ganzseitigen Anzeigen, mit Anzeigen, die im Video eingeblendet werden müssen. Und das steht tatsächlich irgendwo noch auf der Liste von Dingen, die möglicherweise noch umgesetzt werden. Und das funktioniert ohne Root? Das Ganze ist auch noch ein wichtiger Punkt. Du brauchst kein geroutetes Smartphone, es funktioniert einfach so. Weil ich weiß, bei AdBlock Plus gibt es auf jeden Fall die, soweit ich mich erinnere, die gute Version, die funktioniert nur mit gerouteten Handys, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Das braucht man hier auf jeden Fall erstmal nicht und auch nicht für weitergehende Funktionen, so wie es aussieht. Immerhin, also Google Play findet die App, wie soll ich sagen, so gut, dass sie die gar nicht erst in ihren Store reinlässt. Oh, komisch. Und also wenn man das jetzt haben will, dann muss man schon auf die Internetseite gehen, blockada.org oder ich habe jetzt halt auch bei unseren Leuten hier, die unsere Software-Datenbank pflegen, auch angeregt, dass es da aufgenommen wird und die waren auch sehr schnell, also eine Stunde später ist es eben auch auf den Heise-Download-Seiten drauf gewesen. Auch da kann man es kriegen. Anderswo sollte man das sich vielleicht gut überlegen, denn es gibt auch einige Internetseiten, die mit dem Blockada-Logo spielen, aber eine Fake-App unterjubeln. Oh, und da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Die sollte man nicht nehmen. Das ist ja der Grund, warum Apple gar keine externen Downloads zulässt außerhalb des Stores. Und deswegen, und wenn Google schon die Software nicht in den Store aufnimmt, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass ich die nächsten paar Jahre auf Blockada verzichten muss. Naja, also auch fürs iPhone gibt es natürlich Möglichkeiten, Apps zu benutzen, die man nicht aus dem Store runterlädt. Ne? Das geht natürlich schon, aber der Regelfall ist es eher nicht, ja. Naja, aber wir sollten vielleicht die Möglichkeit anreißen. Man kann natürlich, wenn man konsequent über eine heimische VPN-Verbindung surft mit dem iPhone, kann man halt über ein Pi-Hole sich so eine Konstruktion basteln. Also ja, wenn man stimmt, in der Art, das sollte man sich klar machen. Genau. Also man kann auch da filtern, aber eben nicht auf dem Gerät selbst. Ne? Benutzen Pi-Hole und Blockada, weißt du das, benutzen die gleichen Filterlisten? Ist das auch sogar das gleiche Format womöglich? Oder? Nein, darüber weiß ich nicht genug. Ich weiß, dass eben Blockada selber eine ganze Auswahl an Filterlisten anbietet. Die steht übrigens auch hier in dem Artikel, ein ganzer Kasten drin. Ich hatte im Heftartikel, habe ich ganz kurz nochmal versucht, jeweils raus zu kristallisieren, was die so machen sollen. Die haben auch jeweils ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Man muss aber auf jeden Fall nicht alle diese Filterlisten benutzen. Also ich habe so ein paar davon habe ich in Betrieb. Die fangen mir auch alles weg, was ich so nicht haben will. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch für ein paar Spezialfälle eben die Lösung. Und eben ein bisschen unterschätztes Instrument ist tatsächlich das Umstellen des DNS-Servers. Wer jetzt erzählt, wir lesen ja auf Heise Online oft, alles Clickbait und Heise ist gekauft. Ich meine, wir reden jetzt wirklich über eine Software, die letztendlich das Geschäftsmodell von Heise Online und auch von dem Uplink hier, ne? Weil wir natürlich auch von den YouTube Pre-Rolls Geld verdienen oder so, aber trotzdem
wollen wir euch das nicht vorenthalten. Aber wenn ihr nett seid, dann könnt ihr das ja zumindest auf Heise Online deaktivieren. Naja, also ich hatte es auch geschrieben. Ich hatte es ja auch geschrieben. Das ist schwierig, finde ich, diese Diskussion. Ich glaube, das ist ja oft eine Frage der Fairness. Also ich glaube, viele Nutzer wären ja schon bereit zu sagen, okay, ich bezahle für die App nichts oder für die Seite nichts und als im Gegenzug akzeptieren sie ein gewisses Maß an Werbung. Und dass es überhaupt diese massive Gegenbewegung gibt wie uBlock und AdBlocks und eben sowas, ist ja eigentlich nur eine Reaktion darauf, dass eben viele Anbieter es mit Werbung und so echt übertreiben. Ja, und vor allem sind ja auch sicher, es gibt ja auch oft irgendwelche Sachen, die nicht nur Werbung sind, sondern wo über Werbung irgendwelche Malware übertragen. Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Also wenn du Sicherheitsexperten fragst, hier auch bei uns in der Redaktion, sagen die, also der eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Desktop ist wahrscheinlich uBlock der beste Verhinderer von Malware-Installationen. Ja, im Mobilfunkbereich schützt das ja dann auch zum Beispiel vor diesen WAP-Abzocke-Sachen. Ne? Ja. Mhm. Gibt es denn irgendeine Liste, die sagt, die ganzen schlimmen Sachen filtern wir natürlich weg, aber so die netten kleinen Bannerchen, die niemandem was zuleide tun, die lassen wir drin sozusagen? Das kannst du alles selbst bestimmen. Du kannst in deinen Whitelists, kannst du genau auch die Hosts spezifizieren, denen du Freigabe erteilst. Auch einzelnen Apps kannst du Generalvollmacht erteilen und sagen, du darfst hier alles. Ne? Mhm. Das ist in deine Vorlieben jetzt einsortiert und das kann man sich eben selbst überlegen. Ich finde, bei diesen ganzen fremden Listen, die da das eigene Surfverhalten dann natürlich wiederum beeinflussen. Da ist für mich immer so ein bisschen bei diesem Adblocking so eine Sollbruchstelle drin, ne? Dass man ja wieder jemandem anderen die Hoheit darüber gibt, was jetzt gefiltert wird und was nicht. Und also, wer weiß, genau, da kann man ja auch Geld mit verdienen, ne? Wenn man so eine Liste macht, die sehr populär ist. Ich wollte es nur erwähnen. Ich meine, man kann jetzt nichts dagegen tun, aber man sollte sich das bewusst machen, dass man sich damit ja wieder Dritten öffnet, noch dazu, die nicht im Play Store waren und so weiter. Also wenn sozusagen diese Firma ins Böse dreht, dann... Wir haben das Beispiel ja mit AdBlock Plus. Christoph, da muss ich aber noch ein bisschen präzisieren. Es ist ja so, dass Blockada zwar diese Listen jetzt erstmal vorschlägt. Ja. Du kannst aber auch eigene integrieren. Du kannst das also auch, ist vollkommen klar, dass du die Offenheit hast, aber man muss es sich einfach bewusst machen, dass man das tut, richtig, dass man da Fremden vertraut. Ne? Genau. Ja. Wobei es durchaus so ist, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, was genau ausgefiltert wird, erfährt irgendein Dienstbetreiber wie Blockada nicht, weil Blockada betreibt gar keinen Dienst. Ja. Ne? Das heißt, die gesamte Filterung findet lokal auf dem Gerät statt. Das Einzige, was das Gerät selber hat, ist letztlich eine Ausstattung an Filterlisten, eine Möglichkeit, halt den DNS-Server umzubiegen und das war es dann schon. Mhm. Klar. Aber mir ging es ja nur um diesen Aspekt. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt Malware in Werbung platzieren wollte, dann würde ich zuerst halt die Blockliste hacken und dann die Werbung platzieren. Die bräuchtest du nicht mal zu hacken, weil die Listen sind offen. Ja, eben. Also ich meine, man darf sich nicht davon ausgehen, dass das ein vollständiger Schutz vor irgendwas ist, aber es nimmt halt viel Generve weg. Genau, und das war letztlich ja auch das Fazit. Also alles, was so auf Filterlisten basiert, ist nie ganz up-to-date. Na klar. Das kann es vom Prinzip her schon nicht sein. Da hinken ja auch schon Antiviren-Programme hinterher, die ja stets der aktuellen Bedrohung irgendwie hinterherrennen müssen. Aber das hast du ja bei allen Blockaden von Malware, von nerviger Werbung und so weiter. Es ist ja immer nur ein 80%iger oder 90%iger Schutz, ne, der maximal erreicht wird. Das ist ja bei Spam-Filterung genau das Gleiche. Ne? Blacklists hängen auch immer hinterher. Also das ist halt ein Gesichtspunkt, den ich beim Auswerten der Daten ganz interessant fand, war, ich habe ja nun nicht so unbedingt so ganz windige Apps oder so in Benutzung und auch völlig normale Apps, bei denen man nie vermuten würde, dass da irgendwelche Unmengen von Tracker drin sind, fallen da manchmal auf. Ne? Also ich hatte als ein Beispiel auch eine App genannt, die sage und schreibe 27 Tracker drin hat und die sehr genau an alle möglichen Stellen weiterfunkt, was ich jetzt mit dieser App tue, beziehungsweise welche... Darf den Namen ruhig nennen, wenn du willst. Ja, die habe ich ja nun auch im Bild. Das ist ja die Filmstarts-App. Das ist eine App, die
eine Seite vorher. Ja, die zum Beispiel über, ja eben, wie der Name schon sagt, über neue Kinofilme informiert und die also wir haben dann halt mal geschaut, oder ich habe geschaut, was hat diese App überhaupt an Trackern und da kannst du einem schon manchmal ein bisschen blümerant werden, wenn man sich das so anschaut. Ich hatte innerhalb von 3 Wochen Tracking um und bei 100.000 Tracker detektiert und ich hatte dann, weil die Datenmenge halt so groß war, dass ich das mit Excel so in der Form gar nicht mehr in den Griff kriegen konnte, auch nur einen Ausschnitt davon ausgewertet und da natürlich die 3 großen Tracker-Anbieter gefunden, also 2 davon würde man vermuten, Google und Facebook, aber dass da eben auch Comscore als Marktforscher eine ganz große Rolle spielt, das hätte ich so erstmal nicht erwartet. Das war mir persönlich neu. Und es waren eben noch eine Reihe von kleineren Anbietern, die eben auch, das muss man sich dann eben einfach bewusst machen, die ein Stück von von dem Verhalten, was ich im Zusammenhang mit diesem Smartphone eben so an den Tag lege, irgendwie wissen. Mhm. Ja, gut. Ja, sehr interessant. 4 Seiten hier im Heft. Auch ganz gut finde ich hier diesen Kasten mit den Filterlisten, wo Michael nochmal kurz eingeschätzt hat, wie er die so findet und was die so machen. Sehr interessant. Und runterladen sollten die Leute sich das, wenn bei sie Heise Download bei Heise oder Download, bei Blokada.org. Oder bei Blokada.org, sonst ein, könnte es auch ein Projekt, das übrigens spendenfinanziert ist. Ja. Und Heise auf die Whitelist, wisst ihr. ja, können wir gleich weitermachen mit einem anderen Internetthema. Also ich jetzt. Ja, du jetzt. Du hast ja komischerweise hier die große Riesentitelgeschichte geschrieben. Mail und Webhosting. Was hast du da? Nein, das komischerweise. Du tust gerade so, warum bin ich eigentlich hier? Ach, über Mail. Hätte auch sein können, dass das so ist. Das war auf die Reihenfolge bezogen. Ja. Ich dachte, du warst irritiert, dass wir über dein Thema hier reden. Nee, das ist Titelgeschichte bei uns, weil ja. Die komische Titelgeschichte. Die komische, nee, die natürlich super Titelgeschichte. Weil ja viele Leute offenbar selber hosten wollen. Sowohl Mail als auch... Das hoffen wir, sagen wir es mal so. Also so bin ich eigentlich in die Geschichte auch eingestiegen. Wir beobachten ja einen Trend schon seit Jahren, dass die Leute, dass immer mehr gerade kleine Firmen, Ein-Mann-Betriebe, Selbstständige und so, das vorziehen, dann vielleicht nur noch eine Facebook-Page zu haben und gar keine eigene Webseite mehr, weil das einfach weniger Arbeit macht. Du hast da eine vorgefertigte Infrastruktur, du hast auch Foren, du hast Kommentarspalten und sowas. No. Musst dir also die Mühe nicht mehr machen. Wenn es ein Software-Update gibt, macht Facebook das quasi für dich und so. Dafür bist du halt in deren Korsetten sehr eingeschränkt und es kann dir natürlich auch jederzeit passieren, wie es ja öfter passiert ist, dass von heute auf morgen einfach deine Seite rausfliegt, inklusive aller Daten, die da bis jetzt aufgelaufen sind. Also hier auch. Erstens hast du natürlich, wenn du eine eigene Page machst, wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als dieses komische Facebook-Korsett, was ja auch nicht gerade besonders hübsch ist, ehrlich gesagt. Und dann kannst du natürlich, du hast zum Beispiel eine Rechteverwaltung, eine schöne, wenn du jetzt dir, das ist genau das, worauf ich raus will. Wenn du dir so eine Seite machst, auf der du auch selber noch Anwendungen installieren kannst, also wo zum Beispiel PHP und Datenbanken vorhanden sind und du installierst ja dein WordPress selbst, bist du natürlich auch im eigenen Haus und kannst dir Mitstreiter anlegen, denen du Rechte gibst innerhalb des CMS oder innerhalb des Blogsystems. Du hast hier Blogs. Einfach wesentlich mehr Blogs steht ja auch als allererstes Beispiel. Blogs, Nextcloud, Shops und mehr. Genau. Ich würde ja, also mein Gefühl sagt ja, Blogs, ja, sind ja sowieso, werden ja immer weniger, aber ich glaube, dass dieses Nextcloud-Thema wirklich was ist, was die Leute, glaube ich, interessant finden. Ist eine Dropbox Möglichkeit. Hat jetzt gerade unterstützt in der freien Version nur noch 3 Clients. Mhm. Du willst die Datenmengen in den kostenlosen Versionen oder die verfügbare Speicherkapazität von Dropbox und Google Drive. Ich kann ja mal sagen, gering. Was es ungefähr gibt. Ne? Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben geguckt, Preisgrenze pro Jahr ungefähr plus minus 100 Euro.
Ne? So viel mehr kostet ja irgendwie Dropbox oder Google würde ja alleine schon für die bezahlte Cloud so viel kosten, ja. Mindestens. Ne? Also die pro Monat haben wir jetzt die Grenze auf ungefähr 8 Euro gesetzt, ne? Wobei es auch wesentlich günstiger geht. Und wir haben mal geguckt, was man dafür kriegt. Und du kriegst halt zwischen 50 und 100 Gigabyte Speicher. Ja, das ist ja viel mehr. Festen Plattenplatz. Ja. Ne? Ja. Und, du kriegst deine eigene Domain dazu. Das heißt, du erreichst dann deine zum Beispiel dein Nextcloud unter deiner eigenen Domain. Du kriegst unter Umständen sogar einen dünnen DNS-Zugang dazu, dass du dann noch weiterleiten kannst auf dein heimisches NAS oder wie auch immer. Und du kriegst natürlich ein komplettes Mailsystem dazu. Das ist auch nicht zu verachten. Das heißt, du kriegst... Da kannst du ja den ganzen Speicherplatz für nutzen, ne? Weil das ist ja auch so ein Ding. Das ist unterschiedlich. Also es gibt Hoster, die sagen, du kriegst pauschal 100 Gigabyte und das kannst du nutzen für Mail, für Webspeicher. Manchmal gibt es sogar einen Webdav-Zugang dazu oder ein eigenes Cloud-Speichersystem für deinen Webspace. Oder du nutzt das eben nur für deinen Webauftritt, je nachdem. Du kannst es dir aber aufteilen. Es gibt aber auch Hoster, die sagen, fürs E-Mail-System, das ist komplett dediziert dort, da gibt es einen extra Speicherbereich. Der fällt nicht in den normalen Webspace-Bereich rein. Und gibt es für den Preis 8 Euro im Monat, gibt es auch gibt's da einen richtigen Root-Zugang oder sind das sozusagen alles vorkonfiguriert? Es gibt unter Umständen einen Shell-Zugang, dass du Sachen hoch und runterladen kannst oder so und vielleicht Cron-Shops anlegen, aber es gibt keinen Root-Zugang, nee. Das ist ja genau das, was die Dinge auch, finde ich, durchaus im Positiven von jetzt zum Beispiel virtuellen oder dedizierten Servern unterscheidet, weil da kriegst du natürlich einen Root-Zugang, aber du hast natürlich dann auch eine Mordsverantwortung. Du bist selber verantwortlich dafür, dass du das System up-to-date hältst. Das ist das Linux-System. Jede Sicherheitslücke, klar. Genau. Und so viel mehr Leistung kriegst du dann auch nicht. Und ich finde dann wir nennen sie mal rundum sorglos Pakete, ne? Du musst dich um nichts kümmern. Gemanagt wird die Software, wenn sie gut gemanagt wird, musst du dich zumindest um nichts kümmern. Gemanagt wird sie vom Hoster und du kriegst einfach nur deinen Webspace, den du via FTP bedienen kannst, zum Beispiel SFTP. Du hast gerade WordPress erwähnt. Wie installiere ich das dann manuell, wenn ich... Also es gibt entweder die Möglichkeit, die meisten bieten so eine One-Click-Installation an. Also da gehst du dann einfach ins Kundenmenü und sagst, ich möchte da WordPress installieren. Also unser Weg wäre immer eher zu sagen, weil meistens die Software dann, du willst ja auch die ganz aktuelle Software da haben. Genau. Und gerade bei WordPress, du lädst dir das WordPress-Installationspaket runter. Von WordPress und schiebst es via FTP hoch und startest das Installationsskript. Das war's. Ich dachte, dafür bräuchte man schon einen Root-Zugang, um sowas machen zu können. Nein. Das ist ja ein PHP-Programm, das ist ja nichts anderes als ein PHP-Set, was eine Datenbank braucht. PHP muss ja dann auch installiert sein auf der Kiste. Das war eine Grundbedingung auch bei der Auswahl der Webpakete. Früher war das mal so, da gab es kein PHP. Nee, du hast hier überall. Das ist aber schon sehr, sehr früh. Ja, das ist so eher so früh, wie das da hinten steht jetzt. Irgendwo dazwischen, sagen wir mal. Nee, aber PHP ist überall, das ist überall eine installierte PHP-Umgebung dabei. Und zwar in verschiedenen Versionen, sodass du dann auch, manche Software verträgt sich ja nicht mit ganz aktuellen PHP-Versionen, dass du dann auch sagen kannst, du kannst pro Domain bei vielen Hostern sagen, ich möchte, hier soll nur PHP 7.0 laufen, hier kann ruhig PHP 7.3 laufen. Ah ja, cool. Und die meisten Sachen, die ich auf meinem Webserver installieren will, was weiß ich, irgendwie so eine, keine Ahnung, Galerie-App oder so, das läuft, ist ja alles meistens PHP-basiert. Ne? Das heißt, oder Galerie-Software öfters noch Perl, aber geht beides bei allen. Mhm. Ah, okay, ja, dann brauche ich ja auch gar keinen Zugang. Du brauchst den nicht und du hast halt damit wesentlich weniger Share rein. Und kaputt gehen kann dir eigentlich nichts. Also was mich ja am meisten geärgert hat bei meinen letzten größeren Aktionen mit Homepages war, dass viele Hosting-Anbieter ganz ordentlich die Hand aufgehalten haben, so bei heute eigentlich selbstverständlichen Sachen wie SSL-Zertifikat, damit ich eine HTTPS-Seite anbieten kann. Ne? Ist das heute immer noch so? Meistens nicht mehr. Das liegt einfach an Let's Encrypt. Also jetzt von den 8 Hostern, die wir getestet haben, bieten 5 sowieso Let's Encrypt an. Das heißt, sie kümmern sich darum, dass dann alle 3 Monate dein Zertifikat erneuert wird. Musst du nichts machen, du musst das nur einmal aktivieren. Und dann ist es... Also keine Sternchenpreise, so meinetwegen, wir schenken dir das Zertifikat für ein Jahr und danach blechst du? Oder? Ich kann die auch nennen. Es gibt zwei, das sind gerade die zwei Platzhirschen am deutschen Markt, nämlich Strato und 1&1. Bieten kein Let's Encrypt an, sondern die arbeiten auch mit einer normalen in Anführungszeichen, mit Digicert, hergebrachten CA zusammen, also Certification Authority. Das ist aber auch okay, weil du kriegst ein Domain-Zertifikat für immer.
Und zwar unbeschränkt, zeitlich unbeschränkt. Okay, das aber dann haben wir halt einen, finde ich, einen, der sehr an seinem überkommenen Geschäftsmodell noch klebt. Das ist nämlich Horst Jürop. Das ist auch sehr klein gedruckt. Das siehst du echt, ehrlich gesagt, ist es auch sehr verwirrend in der Produktbeschreibung. Du siehst eigentlich kaum, dass das dieses Zertifikat, was du dann da kriegst, nur 12 Monate gültig ist. Und danach kostet es dann 5 Euro pro Monat. Also, also fast das so viel wie das Paket zusammen. Ne? Ja, das, also, so habe ich es in Erinnerung. Und du installierst es dir dann, wartest 12 Monate und plötzlich macht es Klatsch. Na, ey, wenn du jetzt noch HTTPS weiter anbieten willst, dann zahl bitte mal 5 Euro drauf. Das ist schon, finde ich, ein bisschen gemein. Also, hast du noch solche Klopper, so sagen wir mal, Sachen rausgefunden, wo man jetzt sagt, das ist eigentlich aus der Zeit gefallen? Dass du keine Domain dazu kriegst. Das hatten wir auch. Ne? Also das würde ich zum Beispiel nicht mehr erwarten in einem modernen Webspace-Paket, dass es ohne eine Inklusiv-Domain daherkommt, dass du die dann extra bezahlen sollst. Ja. Und dann auch übrigens, wenn du nach einem Monat kündigst, dann auch für 12 Monate, weil du hast es ja im Voraus bezahlst, dann noch zu Ende bezahlst. Ne? Du kriegst das Geld ja dann nicht wieder. Meine Domains sind nicht so teuer, aber die kosten 10 Euro pro Jahr, aber trotzdem ist es. Weil wir gerade über Nextcloud reden, dass 1&1 die Nutzung von Nextcloud ausgeschlossen hat. Das hat mich auch sehr überrascht. Hast du da mal nachgefragt? Ich habe mir auch die AGBs angeguckt. Ja. Ich habe nachgefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Das ist halt einfach so. Also man muss dazu sagen, ich mache das seit 20 Jahren, beobachte ich jetzt Webhoster. Mhm. Und was AGBs angeht, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die abweichen von dem, was normalerweise rechtens ist im bürgerlichen Gesetzbuch, in Geschäftsbeziehungen, da ist 1&1 immer eine ganz große Spezialität. Was wir wiedergefunden haben, was bei 1&1 seit 10 Jahren immer wieder bemängelt wird, ist dieses asymmetrische Kündigungsrecht. Ja. Das ist einfach fies. Wenn du als Kunde einen Vertrag über 12 Monate mit denen schließen sollst, was du dann machst, ne? Steht aber in den AGB, also im sehr, sehr kleinen gedruckten, was man normalerweise aber so das finde ich sagen die, wir dürfen aber nach 3 Monaten kündigen. Ja, juristisch gesehen finde ich das jetzt relevant, aber was mich mehr stört, ist, dass eben, dass man... Dass bestimmte Anwendungen ausgeschlossen sind. Genau, dass bestimmte Anwendungen. Ja, ich meine, genau dafür will ich ja den Webspace eigentlich. Genau, also das muss man ganz klar sagen. Also große Warnung, 1&1, das Paket ansonsten hat uns ganz gut gefallen, aber wenn man sowas wie OnCloud, Nextcloud oder so machen will, die haben das auch nicht im One-Click angeboten, nicht so wie alle anderen, die haben das nämlich im One-Click angeboten. Und warum? Dann schließen sie es ausdrücklich aus. Weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Leute ihren Plattenplatz vollballern. Also du weißt, ist uns klar, ich rede ja auch viel mit Webhostern, der ganze Storage-Bereich basiert auf einer Mischkalkulation. Ja, auf jeden Fall. Die gehen natürlich davon aus, dass so ein Webspace vielleicht mit einem Gigabyte gefüllt wird, aber nicht mehr. Mhm. Wenn auf einmal alle anfangen, Nextcloud zu machen und füllen das Ding mit 80 oder 100 Gigabyte, dann steigt der Storage-Bedarf und steigen die Kosten. Ne? Ja, aber das wäre für mich einer überhaupt der Gründe, warum man sich sowas überhaupt zumindest wirst du die Möglichkeit haben, das zu installieren. Ne? Du musst es ja nicht ausschließlich dafür benutzen, aber du kannst ja auch eine Website betreiben und parallel dazu dir noch 60 Gigabyte abzwacken für deine Private Cloud oder so. Ne? Und gibt es da eigentlich auch eine Aussage darüber, wie schnell das ist, also wie schnell jetzt der Hosting-Anbieter ist? Michael, wenn du hier ins Heft guckst, ganz toll, habe ich auch gerade gesehen, ist super cool, wenn wir da mal einmal die Detailkammer aufhalten können. Wir haben hier, da hat Holger tatsächlich auch die Erreichbarkeit im Testzeitraum. Wobei ich dazu immer sagen muss, ich habe diesen Disclaimer auch extra nochmal groß in den Artikel geschrieben, weil ich das wichtig finde. Wir messen hier über 14 Tage. Ne? Ja, aber das ist ja schon mal total cool. Diese Ergebnisse haben nicht den Anspruch, dann zu sagen, der Hoster ist jetzt absolut schlecht und absolut gut. Man kann die immer in einer schlechten Phase erwischen. Aber ich fand es schon sehr auffällig, dass wir bei 3 von 8 Hostern innerhalb des 14-tägigen Zeitfensters einen Ausfall hatten. Das ist schon erstaunlich. Also das ist der Ping sozusagen. Wir haben die angepingt und geguckt, wie lange hat. Genau, was du hier siehst, ist das Laden von einer kleinen statischen Webseite, wie lange das gedauert hat, bis die Webseite im Browser war. Und das war normalerweise immer so, bei einigen Hostern deutlich unter 400 Millisekunden, 300 Millisekunden oder so. Aber was echt interessant ist, dass dieser Peak hier am 21. Februar, dass der eigentlich überall sehen ist. Das kann natürlich auch ein Netzwerkproblem gewesen sein. Überhaupt. Von uns. Guck mal, der ist sogar bei dem Client zu sehen, dieser Peak. Nee, muss ich dazu sagen, wir haben ein Messsystem benutzt. Wir haben ja ein externes Messsystem benutzt von Pingdom, SolarWinds. Mhm. Und die haben ganz viele Messsensoren. Auf jeden Fall mehr als 15, die sowohl in Europa als auch in den USA sind. Ah, ja. Es könnte zum Beispiel sein, dass, das habe ich jetzt in dem Fall ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, das gucke ich dir aber gerne nochmal nach, sonst stimmt, hast du recht. Es könnte sein, dass in dem Moment zum Beispiel ein Latenzproblem gab von einem amerikanischen Messsensor. Das finde ich aber nicht schlimm, wenn in den Angeboten, also das zeigt ja nur, dass sie richtig gemessen haben. Ja, genau. Ja? Wenn da einmal an einem Tag irgendein Problem ist, in 14 Tagen, das finde ich
noch kein Drama. Also wir haben übrigens überall wo wir Ausfälle festgestellt haben. Ja, aber ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wo wir Ausfälle festgestellt haben, da haben wir die Horster auch kontaktiert und haben gefragt, was war denn da los? Ne? Mhm. Und krass war halt Strato mit ihren drei Ausfällen. Und OVH hat auch drei Ausfälle. Strato hat gesagt, sie hatten einen DDoS-Angriff in der Zeit und sind deswegen 30 Minuten down gewesen. Aber im Grunde habt ihr ja zwei Sachen gemessen. Ne? Einerseits den Aufbau einer statischen Seite. Also das Laden einer statischen Seite. Mhm. Und dann letztlich aber auch die Datenbank. Also wie lange braucht der Server, um dann sich die einzelnen Bestandteile für so eine dynamische Seite zusammenzuholen? Wir haben es auch wieder streng aus Kundensicht gemacht. Wir haben überall bei jedem Webhoster eine völlig identische WordPress-Installation installiert, die auch immer die gleiche Seite ausliefert. Aber wir haben versucht, jegliche Cache-Mechanismen in dem WordPress zu eliminieren, dass die Seite auch wirklich jedes Mal neu zusammengebaut werden muss, aus der Datenbank raus. Das spricht, dass es auch jedes Mal Datenbankzugriffe passieren. Es gab wahnsinnige Unterschiede. Das hat mich auch. Das siehst du an den Kurven nicht. Also das siehst du hier. Aber das ist ja super interessant. Das ist das hier, Kino. Okay. Guck dir mal die Faktoren an. Zwischen dem schnellsten Auslieferung im Schnitt über die zwei Wochen und der langsamsten. Das finde ich echt schon krass. Hier sehen wir wirklich. Wenn wir jetzt nicht alle Testergebnisse vorwegnehmen wollen und vielleicht einen oder anderen dazu bringen wollen, ich das Test zu kaufen, müssen wir vielleicht nicht alle Namen nennen. Aber es ist zumindest der Faktor ist 1 zu 4 und das finde ich schon enorm. Aber was halt krass ist, finde ich hier bei Strato, da haben wir immer ungefähr eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden bei allen Anfragen. Und bei Hetzner sind wir oft bei. Bei 200 Millisekunden, zumindest an zwei Tagen oder 250. Mhm. Ja. Das ist ja schon doppelt so schnell. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Na klar. Also das finde ich schon sehr cool, was ihr da gemacht habt oder was du da gemacht hast. Aber wie gesagt, das enge Zeitfenster, 14 Tage im Februar. Aber die Linie ist ja relativ linear. Also das ist ja nicht so, dass das so mega spannend ist. Ich muss nochmal dazu sagen, es kommen so viele Faktoren zusammen. Ich habe auch mal versucht, diesen Rückgriff zu machen, weil wir haben einen ganz ähnlichen Test vor 3 Jahren schon mal gemacht. Ne? Wir machen den ja immer im Rhythmus von 2 bis 3 Jahren neu. Und nehmen wir das Beispiel Host Europe. Host Europe hat in dem Test nicht besonders gut abgeschnitten, weil im unteren Mittelfeld, was die Performance angeht. Mhm. Beim letzten Test waren sie die schnellsten. Worauf ich raus will, es sind so viele Faktoren beim Hoster, auf die wir keinen Einfluss haben. Mhm. Aber wir haben die Pakete ja anonym bestellt, über einen Testkunden. Und wir können nicht mehr machen, als dieses Testpaket, was wir dann anonym bestellt haben, also wirklich aus der Sicht des Kunden zu bewerten. Klar. Was wir nicht machen können, ist ein allgemeines Performance-Level zu ziehen. Kann natürlich sein, dass du im anderen Rechenzentrum gelandet bist. Es ist ja Shared Web Hosting, das heißt, mehrere von diesen Webspace-Paketen teilen sich eine dedizierte Maschine. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass du Pech hast und kommst auf eine Maschine, da sind ganz viele Kunden drauf und deren Skripte verursachen noch Mordslast. Noisy Neighbor. Heißt das so? Ja. In der Fachsprache. Ach, guck mal. Es kann aber auch sein, dass da nur 5 andere Pakete sind, die alle nur rumeilen. Kannst du mal mit dem Besenstiel. Ja. Nicht so viel Lärm. Genau. Aber du verstehst, worauf ich raus will. Ne? Ja, das ist halt echt schwer von da aus ganz allgemein. Ja, aber das muss man sich, ich meine, das, du hast es jetzt sehr ausführlich erklärt, aber ich denke, das sollte einem halt klar sein. In dieser Preisklasse ist das halt eben so. Das ist auch das, was einfach jedem Kunden passieren kann. Du weißt, wenn du das Paket bestellst, unter Umständen nicht vorher, was du kriegst. Klar. Das ist aber das sollte man sich halt für das Angebot klar machen. Ja. In deren Preisbereich, da muss man halt damit rechnen, dass die Webseite eben nicht ganz so schnell ist und so. Ja. Aber ist doch okay. Also das sind ja alles noch Zeiten, die sind erträglich. Was ich schlimmer finde, ist, weil du gerade das Argument gebracht hast, von wegen als kleine Firma, Kneipe, Verein, sollte man sich überlegen. Also ich finde das ja sowieso scheiße, muss man ganz klar sagen, nur bei Facebook zu sein. Mhm. Weil ich denke immer, da fokussiert man auch auf eine ganz bestimmte Zielgruppe. Mhm. Richtig, und das ist aus meiner Sicht auch eine Aussage. Ich fände das besser mit einer separaten Webseite. Kann man ja Facebook trotzdem noch zusätzlich machen. Genau. Aber was mich mehr stören würde, ist dann natürlich schon die Verfügbarkeit. Und das fällt auf einen ja selber zurück. Mhm. Das muss man immer überlegen. Ne? Das war also ganz lustig übrigens. Gerade bei Shops. Ne? Das war ganz lustig. Wir waren gerade in der Mittagspause, dann habe ich von Pingdom die Alert-SMS bekommen. Ne? Mist, Website down. Ne? Und dann zwei Leute, die mit mir am Tisch saßen in der Kantine. Und dann, was, Strato ist down? Da habe ich doch auch mal eine Website. alle geguckt, tatsächlich. Ja. Meine Website ist nicht mehr rein. Wir sind jetzt bei 30 Minuten zwei Wochen. Zeitraum. Das ist viel. Das ist viel. Es gibt ja auch Kneipe oder Verein. Ich meine,
Ja, wir reden darüber, also ich meine, wir führen die Diskussion ja zum Beispiel, sage ich jetzt mal, auch bei Pi-Hole zu Hause. Ja, ja, wir haben das oft diskutiert. Oder Leute wollen ihre Sachen privat zu Hause hosten. Eine verlorene E-Mail, wenn du zu Hause privat deine Mail hostest, dann ist der Server schon darauf angewiesen, dass er da erreichbar ist oder das auch abholt. Und, stimmt, wobei hier die E-Mail-Systeme getrennt sind, die müssen nicht downgeladen werden. Mir geht es ganz allgemein ums Prinzip, wenn ich was anbiete, ist die Erwartung des Nutzers, dass das immer funktioniert. Ja. Das ist der Witz daran. Ja. Wir alle erwarten das von Webseiten. Und eine halbe Stunde kann, klar, ich gebe dir völlig recht, eine halbe Stunde weg, nachts um 2:30 spielt überhaupt keine Rolle. Es kann aber auch sein, dass du einen Shop anbietest. Ganz genau. Du hast einen Shop mittags und hast gerade eine Werbeaktion gestartet oder sowas oder hast auch im Verein kurz vor Schluss wollen sich noch welche melden für das Weihnachtsschmuckfest. Für deinen 10 Kilometer Volkslauf. Du weißt doch, wie das ist. Hast du 300 Mails im Posteingang. Ja, Facebook war ja auch neulich down. Ne? Ja. Vor ein paar Jahren. Aber was war das für ein Geschrei, ey? Ja, also jeder weiß halt sehr, die Leute wussten überhaupt nicht mehr, was sie machen sollten mit ihrer Zeit. Obwohl Heise war ewig nicht mehr down. Was hat der eine geschrieben? Ja. Ich habe 156 Fliesen im Badezimmer. Fand ich schon cool. Hab ich mal gezählt. Sehr interessant. Aber eine Sache musst du mir nochmal beantworten. Du hast gerade gesagt, das ist irgendwie sicherer, sowas, was du getestet hast, so Hosting-Pakete sind sicherer als Root-Server. Mhm. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Also wenn ich jetzt selber... Also weniger arbeitsintensiv. Aber wenn ich dann selber bei dir, wenn ich selber ein WordPress installiere, dass ich, keine Ahnung, die Install-Datei runterlade und dann das ist das ein SH-Skript, was weiß ich, dann starte irgendwie und das installiere, dann aktualisiert mir doch mein Hosting-Anbieter das auch nicht automatisch. Nö. Das muss ich dann trotzdem noch mal. Aktualisiert sich selbst automatisch. Du kannst auch in WordPress Auto-Updates einschalten und dann hält sich WordPress schon ab. Das ist schon echt ewig her, dass ich das benutze. Wo du dann wirklich aufpassen musst bei WordPress, das Problem haben die Hoster auch, wenn sie solche One-Click-Angebote anbieten. WordPress ist ein System, was aus ganz vielen Plugins besteht, die du installieren kannst. Auf jeden Fall. Und die Plugins müssen halt auch aktuell gehalten werden. Das ist dann vielleicht das größere Problem. Aber so die Einfallstore sind ja dann oft, weiß ich nicht, Apache oder MySQL und PHP. Und das wird aber automatisch immer. Genau, aber da muss ich auch nochmal sagen, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also wir haben zum Beispiel bei einem Hoster, der Kollege Jan Mann hat sich die E-Mail-Systeme der Provider angeguckt und bei einem Provider, genau, es war ein eigener Artikel und das ist dann, war dann auch wirklich, ist auf den Test rausgelaufen. Und bei einem Provider waren wir sehr entsetzt, weil der dann total, also auf dem E-Mail-Server, nicht auf dem Web-Server, sondern auf dem E-Mail-Server plötzlich eine total veraltete Version von PHP hat laufen lassen, die schon lange nicht mehr supportet wird und für die eine Menge Sicherheitslücken existieren. Und darauf hat er dann noch eine total veraltete Version von dem Webmailer Roundcube laufen lassen und die Installation war dann auch noch so, dass dieses Roundcube einfach jede Mail angenommen hat. Also er hat mir dann Testmails geschrieben, hallo, hier, Sie haben sich Sie sind schuldig gesprochen worden unter polizei.de. Konnte von seinem Webspace-Paket völlig problemlos abschicken. Und es gibt auch noch einen Artikel über die Security-Funktion. Ja, aber ich finde das schon wichtig, sich klarzumachen, dass man natürlich für gewisse Sicherheitsfeatures, wenn man selber dann an den Webspace geht, sich auch kümmern muss. Oder eben jemanden beauftragt oder sowas, der das macht. Ja. Ja. Denn das ist natürlich auch ein Grund, warum man sagt, dann bleibe ich lieber bei Facebook, da habe ich das Problem nicht. Da muss ich mich nur um meine Inhalte kümmern. Wir reden jetzt von WordPress. WordPress ist natürlich auch eine super gepflegte Software. Ne? Aber wenn du dir da ein bisschen was ab... Wir haben das Beispiel gehabt, zum Beispiel PHP-BB, die Standard-Webform-Software. Mhm. Wenn du dir jetzt ein Webform installierst, kannst du ja auf dem gleichen Weg machen. Auch einfach hochschieben und dann starten, Installation starten und dann einrichten. Wenn du die Installationspakete der Hoster nimmst, wir haben da Installationspakete gefunden, die schon über ein Jahr alt waren. Das heißt, das war ein PHP-BB, muss man dazu sagen, ist ein absolutes Angriffsziel für alle möglichen Hacker. Und also steht auch ständig unter Beschuss, weil das immer relativ viele Lücken hatte. Ne? Und wenn da eine Software angeboten ist, die schon älter als ein Jahr ist, von der aktuellen Version entfernt, dann ist es aber auch nicht. Kann man das so sagen? Also ich frage dich jetzt mal, weil du das Thema DSGVO ja auch auf dem Schirm hast. Also wenn ich jetzt der Vereins-Heini wäre, der die Liste da pflegt und mir hackt einer meine Foreninstallation und zieht mir eine Nutzerliste mit Passwörtern raus, bin ich dann im Sinne von DSGVO schon irgendwie, bin ich ja blöd dran, stehe ich da im Regen, weil ich, ja, also sollte man... Na klar, also erstens musst du natürlich den Nutzer vor der Erhebung informieren, ganz klar. Aber, das ist ja sowieso aber wenn, klar. Wenn, ich meine, wenn dir da jemand einbricht und klaut jemand was, erstens musst du musst ja auf dem Stand der Technik sein, ansonsten hast du ein Verantwortungsproblem. Genau. Aber ganz wichtig, wenn einem sowas mal passiert, sofort proaktiv zum Datenschutzbeauftragten gehen und das melden. Und unbedingt muss man dann dafür sorgen, dass wieder eine Nachricht rumgeht, in der man den Benutzern sagt,
ihr seid selber schuld, dass ihr immer die gleichen dämlichen Passwörter nehmt. Ja gut. Aber damit wir, ne? Aber damit man uns hier keinen Heftkaufbait vorwirft. Also wenn ich mir hier das so ist doch Heftkaufbait natürlich. Ja, komm jetzt halt. Nein, das kann man. Also ja. Wir haben natürlich so eine riesen Tabelle. Aber dass man einmal so, wenn ich hier von den Bewertungen gucke, also so, siehst du da noch die Bewertung vor? Nee, ich lese sie nicht vor, aber so grundsätzlich all around am besten wegkommt. 1 und 1 Ionis Business und All Inclusive. Hat er Ionis gesagt? Hat er. Das steht da. Ionos steht da. Ionos. Oh Gott, ist das ein komischer Name. Die haben sich gerade umbenannt. 1 und 1 Ionis Business. Werbung für eine Optikerwerbung. Und All Inclusive Privat Plus, das sind so die, würde ich sagen, die kann man ganz. Ja, oder die Textcloud. Hat wahrscheinlich auch Kinken, ne? Beide Produkte. Soll ich jetzt sagen, nimm den und nimm den, werde ich nicht tun, weil es kommt auch sehr drauf an. Ja. Also wir haben ganz klar, du guckst ja auch auf den Preis, ne? Mhm. Und wir haben auch klar gesagt, die sind auch teurer als für Leute, die ein bisschen was davon verstehen und nicht ganz von null anfangen, es kann zum Beispiel auch, hat Hetzner ein ganz spannendes Angebot. Ne? Also du kannst das nicht so pauschal sagen. Und es kann natürlich auch sein, bei Strato kommen auch deswegen relativ schlechte Bewertungen zustande, weil die halt von der Performance her echt schlecht abgeschnitten haben, das muss man einfach sagen. Aber kann sich auch morgen wieder geändert haben. Ne? Deswegen testen wir es ja auch regelmäßig und nicht nur einmal. Also seid uns nicht sauer, wir können wirklich nicht jetzt genau sagen, kauft euch das. Ihr macht euch doch das neuerdings so monothematische Uplinks, oder? Sollen wir einfach mal nächste Woche, lese ich einfach nur die Tabelle vorne. Das ist cool. Ja. Nein, aber das Strich, ist wirklich, ich glaube, da Kringel. Muss man sich echt ein bisschen beschäftigen und das ist wirklich mal eine gute Methode, das Heft zu kaufen oder Heise Plus zu abonnieren. Also ich weise vor allem, weil wir das in der Ausführlichkeit noch nicht gemacht haben, auf Jans Artikel hin, ja, vom Kollegen Jan Mahn, der sich sehr genau die Sicherheitsfeatures, also auch SSL und so weiter und SFTP-Zugänge und so angeguckt hat und auch die E-Mail-Systeme. Das finde ich sehr wertvoll und wichtig. In der Ausführlichkeit fand ich auch sehr interessant. Bis jetzt noch nie gemacht. Ja, wirklich interessant. Also man würde ja sagen, so Webhosting, ja, kann man nicht so viel zu sagen, aber es ist ja wirklich total interessant. Die Unterschiede sind größer, als man denkt. Toller Test auf jeden Fall. Ja, fein. Jetzt vom Internet weg ein bisschen zu greifbareren Sachen. Internet der Dinge aus China. Das kommt per Post. Physical Web. Wir haben gerade schon darüber geredet, diese lustigen. Oh, es steht da jetzt seine Privat. Nein, der ist gut. Ah ja, nee, da steht den. Aus der Richtung, genau. Also wenn ihr diese kleinen gelben Umschläge. Wenn Kino so wackelt, kann es eh nie jemand lesen. Die habt ihr sicher schon mal gesehen. Die habe ich gerade zu Christoph gesagt, die sehe ich bei mir im Haus tatsächlich in den Briefkästen inzwischen. Und manchmal liegen die auch oben drauf. Das heißt, das ist ein Phänomen, dass Leute unserer sich Zeit. Kleinkram aus China bestellen. Ja. Ich sehe hier auch Wert 0,03. Nee, das ist Weight. Du musst wenigstens mal Gewicht. Was mit der Brille machen. Value ist US-Dollar. Zwei US-Dollar. Ja, da kommen wir gleich drauf, warum da 2 US-Dollar steht. Ja, das hat wahrscheinlich was mit Zoll zu tun. Aber ganz auf alle Fälle, das ist ein Trend, dass Leute sich Zeug aus China von, wie heißt die, Alibaba und AliExpress. Viele mittlerweile. Und mir hat ein Freund aus Norwegen erzählt, dass sich Teile irgendwie Zeug aus China zu kaufen, das wäre insgesamt billiger, als das in Norwegen. Ja, als er Norwegen alleine an Porto bezahlt. Klar. Also das ganze Teil ist mit Porto aus China billiger. Das ist natürlich auch irgendwie so aus Umweltgesichtspunkten ziemlich fragwürdig. Aber es ist so, dass Leute das machen. Es gibt Zeug billig in China. Ja. Das hast du dir angeguckt. Naja, bei mir lag der Fokus diesmal etwas anders. Also in dem Artikel ist eigentlich nichts neu. Also nichts neu in dem Sinne, dass wir nicht schon mal über einen Teilaspekt berichtet hätten. Wir hatten ja schon mal diese berühmten Samsung-Akkus, die dann alle gefälscht waren, von Amazon im Wesentlichen. Wir haben schon mal erklärt, dass ganz viele Menschen gar nicht verstehen, dass sie bei Amazon Marketplace gar nicht bei Amazon einkaufen, sondern irgendwo in China. Und es steht dann oft trotzdem, dass irgendwas von Deutschland, ne? Obwohl das wird aus Deutschland verschickt, genau. Wir haben schon mal erklärt, was man bei Smartphones speziell beachten muss und so. Und hier ging es mir so ein bisschen drum, es gibt halt viele Komponenten für Elektronikbastler vor allem. Also diese kleinen Arduino-Klone, diesen ESP32. Was ist da denn? Darf ich das mal aufmachen? Nee, da ist nichts drin, was interessant ist. Und die sind fast nur in China überhaupt zu besorgen. Das heißt, da stehst du ein bisschen auf dem Schlauch, wenn du sowas in Deutschland besorgen willst. Also auch nicht manchmal, bei so, weiß ich nicht, Reichelt oder solchen Dingern. Manchmal kriegen die das später,
Mhm. Ja, manchmal sind die Preisunterschiede irrsinnig. Zum Beispiel, weil das in Deutschland erstmal nur als wirklich Entwicklerplatine in ganz kleinen Stückzahlen auf den Markt kommt und in China eigentlich schon ein sozusagen aus der Überproduktion ein Serienprodukt ist. Aber da geht es um identische Ware. Nein. So. Bei Bastlern ist es ja oft so, also ich rede jetzt über Leute, die eigentlich so ein bisschen wissen, was sie da wollen, die zum Beispiel sagen, ich brauche genau diesen Chip auf so einer Platine. Ja. Und aber ich der ist ja da dann identisch. Der ist hoffentlich identisch, also es gibt auch Fälschungen natürlich, aber um solche Dinge. Zum Beispiel haben die Kollegen, du hast den Jan Mania gerade schon erwähnt, oder eben Andrian aus meinem Team, die viel mit Smart Home basteln. Die sind ganz begeisterte China-Einkäufer, weil es da oft zum Beispiel solche Zigbee-Devices, das hat zum Beispiel, da kann man konkretes Beispiel nehmen. Das gab es als Entwicklerplatine hier von Texas Instruments für rund 50 Euro. Mhm. Und in China konntest du das sowas für 6-7 Dollar einkaufen. Und da ist es, unterscheidet sich schon, bastel ich jetzt oder nicht. Mhm. Ja? Oder ein anderer Kollege hatte sich was gekauft, um was zu reparieren. Also im Sinne ja von geplanter Obsoleszenz zu vermeiden, wo man dann sagt, wenn ich das reparieren lasse, ich probiere es mal und kaufe mal so einen Ersatz dann in China und so. Mhm. Also es gibt ja durchaus Beweggründe, wo man sagt, es geht mir nicht nur ums Geld sparen. Ja, zum Teil liegt es ja auch daran, dass man bestimmte Bauteile in Deutschland eben auch nicht bekommt als Bastler, weil sie nur bei bestimmten Großhändlern überhaupt zu bekommen sind, die nicht an Endverbraucher abgeben. Ja. Das passiert mal also ganz häufig, dass ich bestimmte Bauteile haben will und ich habe meine Fernbedienung, die von Denon, von so einem Verstärker, gab es nicht. Also habe ich zumindest im Internet nie gefunden als Ersatzteil. Also mir ging's, habe ich als China-Rip-Off für, keine Ahnung, 3 Euro inklusive, und da funktioniert das Ding. Genau, also ich finde halt, das war für mich so ein bisschen der Aspekt. Ich hatte eigentlich gehofft, ein bisschen rauskriegen zu können, wie groß so die Mengenverhältnisse sind. Ja? Also mir ist aufgefallen, dieses Tütchen hier, ich weiß gar nicht mehr, dieses hier, das kam jetzt über wish.com. Das war ja diese witzige Geschichte, die ich vor einem Jahr hatte mit diesen gefälschten USB-Sticks. Also hier liegt ja noch so einer rum, da steht halt 2 TB drauf, aber da sind natürlich mitnichten 2 Terabyte drin. 2 GB mit der Erde. 8, aber so, ja, also 98,7% sind gefälscht oder so. und man schreibt Daten drauf und sie sind für immer weg. Das ist natürlich gerade bei Handyspeicherkarten, wo Fotos vom Urlaub vermeintlich drauf sind, sehr ärgerlich. Aber ich habe nicht rausbekommen, wie groß der Anteil dieser Schrauberelektronik wirklich ist. Aber es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass der eigentlich sehr, sehr klein ist. Wer kann schon löten und wer weiß, was da für ein Chip drauf ist. Wir sind da natürlich so ein bisschen in der Blase. Ja, natürlich, eben. Aber wie gesagt, in meinem Miethaus, da sind auch ganz normale Leute. Und ich meine, ja, aber die kaufen vielleicht eben Speicherkarten und sowas. Genau. Das ist aber nicht das, was ich als Basta-Artikel sehe, sondern das sind Sachen, das sind ja Kundenprodukte, die du in dein Smartphone schiebst und dir ja nichts Böses dabei denkst oder in deine Digicam. Und dann ist mir aufgefallen bei diesem wish.com, die ja bei Facebook sehr aggressiv werben, dass die ja sogar Schuhe und Haushaltsgeräte und ganze Badeboote von China her schicken. Ja, und also im Vergleich dazu ist natürlich dieser Elektronikkomponentenaustausch wahrscheinlich, also für die Basta meine ich jetzt, ein relativ kleines Feld. Mhm. Aber trotzdem sollte man sich eben klar machen, was man da tut. Und mir geht es auch, also das eine ist jetzt Fairness und Umweltbelastung und so weiter, na klar, aber das andere ist auch, dass man natürlich rechtlich in einer ganz schwachen Position ist, also da gilt natürlich nicht das europäische oder deutsche Kaufrecht, sondern man kann nur hoffen, dass die einem eine Reklamation abwickeln, was die meisten übrigens ganz gut tun, aber ja, meistens in dem Sinne Geld zurück und man kann es dann selber entsorgen. Man kriegt nichts repariert, üblicherweise. Das halten die sich alles von der Backe, weil die Rücksendekosten nach China sind ganz andere als die Kosten von China hierher. Ja? Also man sollte sich immer klar machen, wenn ich da reklamiere, kann ich, da bedeutet das, der gibt mir Geld zurück oder einen Teil des Gelds zurück und ich kann es hier wegschmeißen. Mhm. Übrigens auf Kosten der deutschen Händler am Ende, weil an dem Stiftung Elektro-Altgeräte-Register, wo die deutschen Elektronik in Verkehrbringer alle einzahlen müssen, beteiligen die sich die chinesischen Händler oft nicht. Ja? Und es ging mir darum, auch mit Pauschalurteilen ein bisschen aufzuräumen, denn es gibt durchaus chinesische Händler, die direkt aus China anbieten, die sehr aktiv sind, die innovative Technik in den Markt bringen, die
die einen auch unterstützen, auch mit Dokumentation. Und es gibt eben viele schwarze Schafe. Und das sollte man sich eben einfach klar machen. Also deswegen gibt es auch so unterschiedliche Berichte. Die einen sagen, super, hatte ich noch nie Probleme. Und die anderen sagen, es hat noch nie irgendwas funktioniert. Und beides stimmt natürlich. Ja. Ja. Das war so ein bisschen das Anliegen, das einfach mal so zusammenzustellen, damit man einfach mal so reinblättert und sagt halt, ach ja, stimmt. Also das sind alles Aspekte, wenn ich da bestelle, dann lassen die diese Kosten alle weg. Naja, und kein Wunder, können sie billiger sein. Ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht so, Wish, AliExpress sind ja, soweit ich weiß, auch nur Provider, die sozusagen an das sind Handelsplattformen. Genau, Handelsplattformen, genau. Die kleinere. Und das ist ja schon ganz interessant, dass die irgendwie alle gleich aussehen, die Sachen, dass die Modalitäten gleich sind, aber dass man offenbar mit Mini-Unternehmen da zu tun hat, die aus vielleicht fünf Mann oder Frau eben, bestehen. Deswegen ist ja der Witz, dass mit der Handelsplattform ist, also das Konzept ist wie bei eBay. Die halten sich aus dem eigentlichen Vertragsabschluss komplett raus. Die aber geben die das vor, dass diese Umschläge gelb sein müssen? Zum Teil ja. Die geben das nicht vor, sondern hier ist zum Beispiel Jan Grauer. Aber zum Teil wird das tatsächlich aus einem Wish-Lagerhaus versendet. Ja, das sieht man anhand der Absenderadresse. Das heißt, sie machen das, sie kopieren das, die Facebook-Idee, dieses sogenannten FOB, FBA, Fulfillment by Amazon. Das heißt, Amazon tritt da als Logistikdienstleister auf. Also du stellst dann als kleiner Händler, stellst du da eine Europalette oder China-Palette, weiß ich, ob das da auch gibt, hin, mit Zeug und die verschicken das dann und sagen, ist übrigens leer, schickt man eine neue Palette vorbei. Das kriegt eine Warennummer sozusagen bei denen und die machen für dich die Logistik. So arbeiten ja auch viele Firmen in Europa und in Deutschland, dass eben, oder was weiß ich, ich sag mal als Beispiel das Microsoft Surface. Das ist ja nicht so, dass in Seattle oder in Redmond Leute sitzen, die diese Dinger zusammenlöten, sondern die kommen natürlich auch von anderen Herstellern und dann steht halt nachher Microsoft drauf. Also das machen wir alle. Aber steht das dann immer designed bei Microsoft drauf? Zum Beispiel, genau. Nicht produced. Also dieses Geschäftsmodell, ich finde das ja auch total clever, wie das funktioniert. Ich finde das sehr spannend, dass eben die Vernetzung genau solche Geschäftsmodelle ermöglicht. Und niemand kann ernsthaft was gegen diesen Handel haben. Das ist ja auch eine Chance für viele. Auch der Amazon Marketplace ermöglicht ja zum Beispiel kleinen Händlern Spezialshops anzubieten und sich dieser Logistik, wie wir das gerade bei den Hostern ja gesagt haben, so wie du Facebook nutzt als Kommunikationsplattform statt einer Webseite, so kannst du einen Amazon Marketplace nutzen, statt einen Online-Shop zu betreiben. Mhm. Aber du lieferst dich halt komplett der Amazon-Logik aus. Aus Sicht des Kunden oder CT-Lesers sollte man sich halt immer klar machen, was man da tut. Da ist ja nicht erstmal nichts Schlimmes dabei, man sollte sich halt nur das bewusst machen. Und weil du vorhin gesagt hast, bestimmte Bauteile gibt es nicht. Es gibt natürlich Bauteile auch nicht in Deutschland, wie eben zu starke Laser oder eben illegale Funkgeräte, die hier aus guten Gründen verboten sind, weil sie eben den Funkverkehr stören können. Und wenn man sowas bestellt, ja, da sagen natürlich viele, ich weiß ja, was ich tue und so weiter. Aber da sollte man sich auch klar machen, dass das den Händlern, die sind ja nicht bescheuert da drüben, das wissen die natürlich genauso. Und da ist natürlich der Betrug noch viel raumgreifender, ja. Also, weil die ja wissen, da wird sich keiner beschweren, ja. Und man kann sich natürlich beim Zoll auch ernsthaft nicht beschweren darüber, dass der Zoll einfach seine Aufgabe erfüllt und den europäischen Markt von diesen Produkten frei hält, die hier illegal sind. Also, das sollte man sich halt immer klar machen, dass da natürlich viele Dinge greifen. Ja, da wollte ich dich gerade fragen. Da ist ja jetzt überall so ein Aufkleber drauf, von zollamtlicher Behandlung befreit. Genau. Und da steht dann 2 US-Dollar Value. Warenwert zum Beispiel. Gibt's hier sogar 1 Dollar Warenwert. Ja. Und hier steht gar nicht Wisch. Ja. Ich bin in so einem Paket natürlich auch schon mal 200 Kilometer gefahren, ne, weil das dann halt irgendwo mal im Zollamt gelandet, bei irgendeinem Zollamt hängen geblieben ist und ich dann erstmal hin musste, um es persönlich abzuholen. Das interessiert die natürlich genauso. Ne? Aber was da kommt. Ja klar, aber in den Fällen ist das korrekt mit den Warenwerten? Nein, oder ist das die sind falsch deklariert und zwar absichtlich, um unter einer gewissen Bagatellgrenze zu sein, was der Zoll dann meistens durchwinkt. Aber eben aber nicht. Ist ja illegal. De facto. Natürlich ist das illegal, genau. Und wenn die Ware jetzt, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber die Bagatellgrenze ist glaube ich 22 Euro. Wo der Zoll dann sagt, das lohnt sich im Allgemeinen nicht, da kommen aber eventuelle Versandkosten eigentlich mit drauf und dann muss man ja noch die jeweilig aktuellen Umrechnungskurs von dieser jeweiligen Währung, das können ja Dollar sein, das können Yen sein und so weiter, ist also sehr schwer da vorab zu sagen, wie das läuft. Und eben, wie du schon gesagt hast, es kann sein, dass du persönlich beim Zoll auftauchen musst, sonst hast du nur die Option,
Option, dass sie es kostenlos entsorgen. Dann ist der Kaufpreis also komplett verloren. Das sollte man sich klar machen. Und wir haben einen Kollegen, der was eingekauft hat, was im Grunde richtig deklariert war, was aber der Verzollungsdienstleister, in diesem Fall die Deutsche Post, versehentlich, das war keine böse Absicht, aber falsch deklariert hat. Und der ist jetzt halt für einen Betrag von 5, 6 Euro, den der Zoll auch gerne rückerstatten möchte, ist er jetzt seit 3 Monaten dran mit 3 Briefen, die er hin und her geschrieben hat und so. Da mahlen die Mühlen sehr langsam. Und wir haben noch ein anderes konkretes Beispiel. Wir hatten vor einiger Zeit mal so ein kleines Mini-Mainboard importiert, von einem, übrigens nicht aus China, sondern aus Korea, Südkorea. Alles korrekt abgewickelt und so, aber da war eben am Ende, also $111 kostete das im Shop, also US-Dollar nominell. Klar, die haben schon geschrieben, da kommen noch $15 Versand zu, also 126. Dann kommt da noch der Zoll drauf und dann, das ging über DHL Express, die nehmen irgendwie 14 Euro alleine Abwicklungsgebühr für die Verzollung. Mhm. Also am Ende waren es 145 Euro. Mhm. Das heißt, über 30% sind sozusagen Handhabungskosten. Und da ist also nur ein winziger Anteil von Einfuhrumsatzsteuer zum Beispiel drauf. Mhm. Also wir hören ja viel beim Brexit Zollgebühren. Zoll ist ja übrigens gar keiner drauf. Es geht nur um Einfuhrumsatzsteuer. Das verstehen viele auch nicht, dass es kaum Zollgebühren gibt, sondern dass es einfach um die Mehrwertsteuer geht letztlich. Also das ist alles sehr, sehr komplex und das sollte man sich einfach klar machen. Also ich weiß zufällig sehr viel über Verzollung aus meinem früheren Arbeitsleben und kann da sehr lange Vorträge über den Harmonized Tariff Code halten. Aber und Dual-Use-Güter und so weiter. Aber wenn einem das, also das ist einfach der Punkt, das haben die Verbraucherzentralen auch bei Wish.com nochmal gesagt. Viele Leute sind davon einfach überrascht, dass das passiert, weil ihnen das überhaupt nicht bewusst ist, was dann passiert. Also die Plattform weist auch nicht prominent drauf hin. Natürlich nicht. Na, ich meine, das, blöd, hey, wir bescheißen uns den Zoll. Das ist genau dasselbe wie mit der Blockada-App, die seltsamerweise nicht im App Store auftaucht von Google, im Play Store. Also es gibt gute Einsatzzwecke für den Einkauf in China und das Gute ist, es gibt, es sorgt auch für Innovation, auch bei den Bastlern, aber ich denke, man sollte einfach mit Verstand rangehen. Und wenn es hier ein europäischer Händler für ein paar Euro mehr anbietet, also man sollte immer mal nachgucken, gibt es das nicht irgendwo auch mehr in der Nähe. Aber was mir jetzt völlig unklar ist, du sagst jetzt, das ist justiziabel, aber da steht wirklich immer $1 und so drauf. Mhm. Und also das ist ja wirklich systematischer, sag ich jetzt einfach mal. Du vermutest systematischen Betrug. So kannst du das vielleicht formulieren. So kann ich das sagen. Der Staatsanwalt, der freut sich. Ich vermute, das ist ein großer Unterschied. Ja. ich vermute vieles das natürlich. Dafür, ja. Das war gut. Aber das wenn du sagst, die Bagatellgrenze liegt bei 22 Euro, dann würde ich ja als chinesischer Händler da irgendwie was von $4,72 oder so draufschreiben. Offenbar ist der Zoll eben auch, ich weiß nicht warum, also da müsste man mit dem Zoll selber sprechen, aber wahrscheinlich sind diese kleinen Warensendungen einfach nicht so das Riesenproblem. Kann es sein, dass sie eine Abwägungssache haben, weil gerade durch die China-Importe haben die doch echt ein massives Problem. Natürlich, mit, die müssen ja durchdrehen. Die kriegen das doch gar nicht mehr hin, ja, oder? Wahrscheinlich. Genau. Aber ich meine, da aber steht, die sind da auch dran. Das hat auch, also ich sage noch mal eine Zahl, die ich da reingeschrieben habe. Ich habe mir auch in der letzten Zeit natürlich Pressemeldungen angeguckt. Die Bundesnetzagentur, die ja so nach Sicherheit guckt, also das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass alles, was funkt, also auch Zigbee, Bluetooth, WLAN natürlich sowieso, ist aber vielen Leuten machen sich das gar nicht klar, dass das eine Funktechnik ist. Das braucht natürlich im Grunde eine CE-Kennzeichnung, also wenn es nicht nur eine kleine ein Chip ist. Also wenn es ein funktionsfähiges Modul ist oder ein Gerät, also ein Funkgerät auf jeden Fall oder ein Kopfhörer mit Bluetooth, ist ein gutes Beispiel. Und da muss natürlich diese, du weißt das besser als Funker, da muss diese Deklaration beiligen als Papier. Ne? Ja, vor allen Dingen muss es ja praktisch eine Bescheinigung haben, dass es sämtliche dafür geltenden Produktnormen einhält. Beim Einfuhr in die EU und du bist ja in diesem Fall der Einführer, weil der Importeur. Und der Zoll, der müsste das nur aufmachen und nachgucken und sagen, hier liegt dieser Wisch gar nicht dabei. Der muss da auch in einer entsprechenden Amtssprache natürlich sein, also nicht auf Chinesisch. Und dann bräuchte ich das gar nicht durchzulassen. Und von solchen Produkten hat die Bundesnetzagentur, die da zuständig ist, im vergangenen Jahr 10 Millionen aus dem Verkehr gezogen. Oh. Also nicht ein paar Tausend oder so. Nee. Und die wollen den Zoll auch besser schulen. An welcher Stelle haben die das aus dem Verkehr gezogen? Beim Zoll? Beim Zoll. Über den Zoll. Die machen das, die verstärken das jetzt, weil dieser Warenstrom eben immer mehr anschwillt. Aber ich sage es nochmal, nicht so sehr der Löter und Bastler, die einen ESP32 oder einen Arduino-Klon kaufen, sondern kabellose Kopfhörer und so weiter. Oder ganze Gummiboote. Und also insofern wollen die das natürlich intensivieren, die Leute besser schulen.
und solche Sachen eben auch erkennen. Natürlich, die sind da dran, aber die werden sich auch überlegen, für was sie ihre Kapazitäten einsetzen. Aber man könnte das schon erkennen, wenn da drauf steht 256 GB SD-Karte, Warenwert 1 Dollar, dann das könnte man sich... Naja, es gibt Mustersendungen, da ist das zulässig. Wenn wir Testmuster kriegen, zum Beispiel aus Asien, dann schreiben die drauf, Muster ohne Wert und schreiben Proforma-Rechnung. Ja, stimmt, weil wir verkaufen es ja auch nicht weiter. Wir verkaufen sich weiter. Insbesondere ist das wichtig, wenn du das mal zurückschicken willst. Weil das ja ein Muster war. Dann hast du es ja, sonst müsstest du nämlich eine Exportrückerstattung dieser zunächst gezahlten Einfuhrumsatzsteuer beantragen. Da hat der Zoll gar keine Lust drauf. Insofern geht das mit der Proforma-Rechnung gut. Aber natürlich, wenn jemand den wesentlichen Teil seiner Einfuhr mit einer Proforma-Rechnung für Muster ohne Wert macht, dann wird man auch irgendwann hellhörig. Aber was heißt dieses von zollamtlicher Behandlung befreit? Das ist für die nur so eine Kennzeichnung, dass sie eben sagen, da machen wir jetzt keine Verzollung für. Das geht einfach so durch, sozusagen. Ach, das macht der Zoll drauf? Das macht der Zoll drauf. Das klebt der Zoll auf das Paket, so nach dem Motto, ist überprüft worden. Sozusagen. Also wie auch immer überprüft. Und die machen die auch nicht auf? Nee, ne? Manche halt schon. Mhm. Manchmal gucken sie nach. Aus gutem Grund. Ist ja auch ihre Aufgabe. Also ich meine, wir wollen ja auch nicht, dass aller möglicher Murks hier importiert wird und dann plötzlich das WLAN in der Kneipe nicht mehr geht. Wenn du vom Fach bist, dann würde mich ja schon mal interessieren, können die irgendwie reingucken, ohne aufzumachen? Also können die zum Beispiel röntgen die? Ja, machen die das? Machen die röntgen ja auch ganze Container. Da würdest du aber so ein Ding nicht sehen. Okay. Aber für große Sendungen, der Zoll, also das ist allerdings mehr Schiffscontainer und LKW-Fracht, wird durchaus geröntgt. Ah, ja, okay. Aber auch kleinere Pakete macht werden geröntgt. Kann man dem damit nicht auch Produkte zerstören? Mit Röntgen? Eigentlich nicht. Das ist wie... Das war ja früher also bei Film die, so oder so. Ja, früher. Die heißen aber Filmsafe, die Geräte deswegen. Also die Dosisleistung, die da an dem Film ankommt, ist sehr, sehr klein. Und die können da schon relativ viel sehen. Aber solche kleinen Pakete, ich meine, das sind ja unfassbare Massen, was da reinkommt. Und insofern ist es wohl eher stichprobenartig. Mich würde ja mal interessieren, wie das in China tatsächlich da, wie das da aussieht. Also wie die, also ich war mal in Shenzhen. Du warst auch in Shenzhen. Ja, ich war. Ja. Und da habe ich gesehen, das war halt so ein riesen Kaufhaus, das größte. Und da war so ein relativ junges Mädchen, die hat da massenweise, man hat so gesehen, wie sie irgendwelche Bauteile, aber in dieser Markthalle sozusagen. Ja. Da scheinen also wirklich die gleichen Händler zu sein, weil die fragen einen auch. Wie teuer ist denn das Teil? Und dann sagen die, wie viel brauchst du denn? Und wenn man dann sagt, 2 oder 3, dann sagen die, hier, weiß ich nicht, 1 Dollar oder so. Die wollen alle am liebsten, dass ich sage, 5.000 oder so. Ja, und so ist AliExpress und Alibaba ja entstanden. Also ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben. Ja, haben wir. Also Alibaba war ja eigentlich die Idee, europäische Importeure oder auch amerikanische und chinesische Produzenten oder Hersteller, Fabrikanten zusammenzubringen und zu sagen, du suchst ein Rohling für ein Notebook zum Beispiel, da gibt es ja diese berühmten Hersteller Inventec, Clevo und so weiter, also die großen, die sowas bauen, aber es gibt eben auch kleinere Firmen und die hatten Schwierigkeiten, Exportkunden zu finden. Und dann hat man so eine Art Handelsplattform gemacht, die war eigentlich für Business gedacht. Und da stand auch immer daneben, da waren dann so lustige chinesische Namen, wie die Firma dann immer hieß, also aufgehende Morgensonne und so weiter. Für 10.000 Stück machen wir diesen Preis. Genau, oder so. Minimum Order so und so. Das gibt es auch noch bei Alibaba.com. Und AliExpress ist eben so eine Art Amazon-Verschnitt für den Direktversand, für Direktkunden, genau. Das erweitert dieses Geschäftsmodell. Und ich glaube, wir alle am Tisch wissen nicht genau, wie das funktioniert mit den chinesischen Händlern meistens. Mein Eindruck ist genau wie deiner. Es gibt da sehr umtriebige Geschäftsleute. Einerseits sind die irgendwie mit den Firmen verbunden, die tatsächlich selber produzieren. Mit den Fabriken direkt. Zum Teil, genau, relativ kleine Fabriken, die dann zum Beispiel sich so ein Vertriebszweig aufbauen. Deswegen können die natürlich auch sehr günstig sein, weil sie keine Zwischenhändler haben. Andere handeln nur. Andere machen so Pseudo-Brands und lassen schon wieder für sich produzieren. Da gibt es ja ganz mittlerweile ganz bekannte Beispiele. Orki, also Orki da Amazon Marketplace. Machen zum Beispiel mittlerweile relativ viele recht ordentliche Produkte. Die sind eigentlich dann so hochgekommen, kann man sagen. Anker. Die haben dieses Geschäftsmodell dann so transportiert. Also aber die Geschwindigkeiten sind so faszinierend, dass man da auf dem Markt steht und sagt, ich brauche 1.000 Stück und dann sagen die, ja, in einer halben Stunde steht da unten einer mit einem Karton für dich. Oder sollen wir das direkt verschicken, geht heute direkt raus. Und man denkt so, ich finde, es gibt ja eigentlich auch seit einiger Zeit auch was Neues so zu beobachten, dass man sieht immer häufiger so Produkte mit
einem deutsch klingenden Markennamen, so, keine Ahnung, Wundermeister, Waldgott, keine Ahnung was, ne, was man sich da ausdenken kann. Ne? Und dann kann man eigentlich nur so an so ein paar Anzeichen so bemerken, oh, das ist gar nicht ein deutscher Markenhersteller oder ein europäischer, sondern du siehst in einer Typografie, oh, komisch, ist irgendwie chinesisch gestylt, oder dann will man was bestellen und merkt dann auf einmal, die Laufzeit ist dann mehrere Wochen oder so. Vor allem findet man von dem gleichen Produkt meistens ganz viele unter ganz komischen Namen, die aber alle gleich aussehen. Ne? Und, sprich, also es ist offensichtlich durchaus schon so, dass das hier eben auch nicht immer so mit ganz offenen Karten gespielt wird. Ne? Und das eben oft auch sozusagen einen Herstellername suggerieren soll. Es ist hier ein europäischer Hersteller oder mindestens mal ein europäischer Shop. Aber es gibt ja viele Beispiele, gerade in der IT-Branche, wo eben sehr eng mit asiatischen Herstellern, also Taiwan, China beispielsweise, kooperiert wird. Gerade auch mit einem deutschen Standbein, also oder Schweiz war Arctic Cooling, war zum Beispiel, hat das lange so gemacht. Und das auch ziemlich offen kommuniziert. Und ich meine, das finde ich auch okay. Also, dass man sagt, man transportiert Anforderungen, also Produkte, die hier gut laufen. Also die hatten ja zum Beispiel versucht, damals war das ja noch relativ neu, mit diesen Silent-Komponenten für PCs. Und natürlich ist klar, es ist schwer, die hier in Deutschland zu produzieren zu günstigen Preisen. Und dann zu sagen, wir haben da eben ganz gezielt Handelspartner und das sind solche Mischfirmen eigentlich, also europäisch, asiatisch. Und da haben eigentlich alle, die haben zum Teil wirklich gute Sachen gemacht oder gute Ideen umgesetzt und eben auch genau diese Vorteile genutzt. Hohe Flexibilität, schnelle Reaktionen auf Kundenanforderungen. Da wurde auch schnell mal was umgebaut von einer Saison in die andere und verbessert. Also da gibt es positive Beispiele. Ja, natürlich. Also ich wollte damit ja auch nicht gesagt haben, dass das generell Produkte aus China schlecht sind, sondern eben eher darauf hinaus, dass eben viele Produkte, die man heute kaufen kann, beim Laienkäufer erstmal den Eindruck erwecken, es ist ein europäischer Hersteller, ein US-Hersteller, ein deutscher Hersteller dahinter. Und wenn man sich dann ein bisschen auskennt, kann man eigentlich nur so anhand detektivischer Methoden eigentlich erkennen, das ist gar nicht eine Direktlieferung aus dem jeweiligen Land, sondern es kommt alles per Palette aus China und deswegen dauert es halt 3 Wochen und hat so eine lustige Eichhörnchen-Übersetzung und so eine Sternchen. Und das verstehe ich aber zum Beispiel auch nicht, warum sich da nicht viele mehr Mühe geben. Also wenigstens ins Englische das gescheit hinzukriegen. Aber das habt ihr ja sogar bei dem Hoster-Test festgestellt, dass OVH mit dem Französischen noch etwas gehadert hat. Also die könnten ja nun, haben es ja nicht weit bis zur Grenze. Ja, also da haben wir, glaube ich, jetzt viel Pro und Contra ausgetauscht. Mehr dazu im Heft. Wir wollten noch gucken, was der Blocker ausgelegt hat. Das machen wir, das wollte ich ganz am Ende machen. Ich habe das nicht vergessen. Ich wollte nur noch mal einmal ganz kurz erzählen, was es im Heft gibt, weil wir haben wirklich mehrere Leser geschrieben, dass sie das ganz toll finden, wenn wir nochmal die anderen Themen, weil wir jetzt nur noch drei Themen pro Woche machen, kurz nochmal so ein Best-of. Wir haben den Fritz Repeater 3000 getestet, AVMs schnellster. Wir haben Cardreader mit USB-C getestet, Krafttraining-Apps, PDF-Tools, Mini-PCs mit AMD Ryzen, A3 Flachbettscanner. Ja. Und natürlich der zweite, sehr interessante Artikel, Musikstreaming im Klangtest, Spotify, iTunes, Tidal gegen CD, wer bietet die beste Qualität, wie unterscheiden sich diese Streaming-Dienstleister? Finde ich übrigens, den habe ich echt verschlungen, vom Know-how her total spannend, weil du erstmal dann erfährst, auf welchen Ebenen die überhaupt die Klänge manipulieren. Fand ich super spannend. Ja, wirklich interessant. Wollen wir eigentlich auch noch eine monothematische Sendung dazu machen? Sind aber die Leute alle gerade nicht mit da. Flak-Audio. Das kommt später. Und mit 180 Grad Video. Und das kann ich leider auch noch nicht garantieren, ob das klappt, aber das ist so erstmal grob gedenkt. So, und jetzt gucken wir mal auf Blockada. Das war um 13.20 Uhr, jetzt ist es 14.30 Uhr, also etwas mehr als eine Stunde, waren das 34.728. Ja, jetzt haben wir 34.868 blockierte. Boah, mehr als ja, schon 100 mehr. Ne? Ja. Also in der kurzen Zeit, in der wir jetzt gesprochen haben. Ohne dass du es benutzt deutlich hast. Über 100. Ohne dass ich's benutzt habe. Ich habe es angemacht. Aber du könntest jetzt auch einsehen, welches sind. Ich könnte mir das Logfile jetzt anschauen.
blockieren und dann halt eine Auswertung machen, wer da die was meisten passiert, Zugriffe hat. Wenn du da drauf drückst, auf das blockiert, kommt dann was, wenn du auf diesen Button da drückst? Du darfst es probieren. Also, da genau kommt gar nichts. Nein. Zeig einfach also, nur die gesamte man kann sich damit ganz ordentlich nerven, indem man hier beispielsweise, also ich könnte mir den letzten angucken, das war Mobile Network Scoring von Google APIs. Jetzt gerade hat nochmal Google Analytics zugeschlagen. Und also man sieht jeweils den letzten Zugriff durchaus auch als Meldung. Ich habe das auch mal eine Zeit lang mit Ton gemacht. Das ist dann besonders nervig. Ja, bing, super. Musst aber Heimarbeit machen, nehme ich an. Das ist allein schon aus pädagogischer Sicht sehr interessantes Experiment. Das stimmt. Einfach mal zum Gucken. Ja. Einfach mal zum Gucken. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Schreibt uns auf uplink@ct.de, abonniert uns auf YouTube, schreibt uns ins Heise-Forum, gebt uns eine Bewertung auf iTunes und auf Spotify sind wir auch. Freuen wir uns auch über ein Abo. Bewerten kann man uns dann, glaube ich. Weiß ich auch. CT, Uplink. Tschüss.